got me stone cold. Ich nehme euch spontan mit. Es ist nach 21 Uhr. Ich hatte bis jetzt Uni und ich gehe jetzt noch trainieren. Und ich werde heute Oberkörper trainieren. Und weil mein Unterkörper, also mein Booty, mein Leg Day so gut bei euch angekommen ist, dachte ich mir, ja, filme ich auch mal mein Oberkörpertraining mit euch mit. Und das zeige ich euch jetzt. Ich werde auch gleich zeigen, was ich jetzt vom Training nehmen werde. Ich werde kein Koffein mehr nehmen, weil ich hatte ja bis jetzt Uni und es ist doch schon relativ spät. Ich werde jetzt einfach nur meine Supplements nehmen, sprich 10 Gramm Glutamin vom Process und auch 5 Gramm Kreatin. Ich nehme nämlich seit gestern, ich konnte mich endlich überwinden, Kreatin. Ich habe mich lange dafür vorgescheut. Ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, wie es mir so damit geht, ob ich überhaupt irgendeinen Unterschied bemerke oder so. Glutamin verwende ich 3-mal täglich, jeweils 5 bis 10 Gramm. Einmal in der Früh, Mittag und am Abend. Ist gut für die Verdauung, gut für die Regeneration. Und genau, das ist auch schon mein Sport-T-Shirt. Jetzt ziehe ich noch die neue Leggings von Process an. Ich habe eine super schöne Lilane auch bestellt, mit der ich jetzt ins Gym gehen werde. Und genau, mit Nadine Chiara wie immer bekommt ihr minus 10%. Vielleicht, wenn ihr das Video zur richtigen Zeit anschaut, dann sind auch noch bis zu minus 60%, weil Process Jubiläum feiert. Und ich glaube, ich werde auch nicht allzu lange jetzt reden. Es geht jetzt los.
Training. Es hat richtig, richtig gut getan. Ich habe heute eher Push trainiert. Normalerweise splitte ich ja immer nur Oberkörper, Unterkörper und eigentlich nicht Push-Pull. Aber heute habe ich echt nur Push trainiert und eben eine coole neue Übung am Schluss heute ausprobiert. Und genau, jetzt geht's nach Hause. Wir spazieren nach Hause, weil es ist eigentlich ziemlich warm draußen, also ich glaube 10 Grad. Und jetzt gibt's noch Food und ich hoffe, dass kurze, knackige Oberkörper-Workout hat euch gefallen. Ich variiere das immer total. Aber genau, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Und ich mache auch immer ganz viele Instagram-Stories, also folgt mir auch gerne auf Instagram. Und ja, dann bis bald. Ciao! Wir machen hier gerade Wraps mit Eiklar. Also hier drunter ist das Eiklar. Hier ist der Wrap, damit hier das Eiklar mit dem Wrap oben ist. Dazu gibt es frisches Gemüse. Das Eiklar habe ich wieder vom Process. Und wir machen hier Hummus. Wir mischen Hummus, also es ist so Spinat-Käse-Hummus. Einfach ein Pulver hier, was man mit Wasser anmischen kann. Und dann soll, ja, Hummus draus entstehen. Oh gut. Oh, sehr schön. Das sieht ja urgut aus. Sagen bam. Hier der Hummus, den ich angerührt habe, das ist Spinatkäse. Brathuhn drin ist. Ich auch. Das ist jetzt der Hummus, Spinat, Käse, Gemüse-Wrap. Jetzt muss ich das essen. It's been a while since I forgot them all.